Na, hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kiwi! Kiwi! Ich bin der Captain aus Kanto's Corner, der Fair ist auch dabei und hallo, liebes jetzt Publikum. Woche 2. Kiwi! Mission 5, Marauding Maleflies. Marauding Maleflies. Incoming cloud like a gathering storm, hold on to the mail because here comes the swarm. Ready or not. Das klingt anstrengend. Das sind diese Dinger. Oh, oh, Maleflies, I love the taste of the sweet gum glue we use and they make their nests out of paper. It's a recipe for mischief. They'll test their concentration, stay focused, teleporters. Popostos. Okay, wir machen jetzt das gleiche wie im ersten Tag, bloß dass die Fliegen ankommen, weil wir den Kleber verwenden. Zweiter Tag, aber ja. Naja, aber wir machen dasselbe wie am ersten, das meine ich. Also hier, die, wir machen wieder die Sache. Ach so, ja. Run through Maleflies to scatter them. Hm. Wiggle to break free. Oh mein Gott, es gibt Grabbers, das ist ja fürchterlich. Oh nein, das ist ja wie bei Pikmin. Ja, naja, so ist es wohl. Dann. Incoming message! Ach ja, die müssen ja erstmal hier rein. Ich schau zum Playbutton hoch. Genau. Bugs ate my biscuit. Bugs ate my bis kids quiet. Okay. Achso, ja, genau. Wir müssen ja dann gleichzeitig und cool. Hey! Ich stehe, glaube ich, immer falsch. Hau ab hier! Hau ab! Ey, aber, oh, er hat das Ding! Nein! Oh, er hat uns ein bisschen Stricke abgenommen, das ist auch nett. Das ist wirklich nett. Grandma Convention today. Grandma Convention. Hier ist Grand. Ich hab Intma da oben. Ja. Grandma Convention. Conve ist hier. Grandma Convention today. Oh nein, ich bin runtergefallen. Wie viel man da küssen kann. Ey, das Ding hat geklaut! Con. Nee, wir brauchen wieder Intma. Intma? Intma wurde geklaut. Oh, nicht Intma! Aber wer hat Intma geklaut? Intma weg! Oh Gott, wo ist Intma hin? Mai ist hier. Ja. Aber es ist ja nicht Grand Mai. Wo ist denn jetzt. Na, irgendeiner von denen hat wahrscheinlich noch Intma. Ja, dann müsste es ja in der Hand oder wie auch immer haben. Aber ich sehe es nicht. Ja, ich sehe auch keinen. Da ist er! Da oben! Ach, da oben der! Den habe ich irgendwie. Ich dachte, ich habe das nicht für voll genommen. Nein! Nein, hopp da! Grandma Convention. Ich habe Inchen noch nicht gefunden. Nee. The Inchens. Today is here. Ja. Hau ab! Oh! Convention. Wie kommt das hier mit über das Conveyor Belt rein? Das habe ich schon geguckt, aber ich habe es nicht gesehen. Convention. Chat, das Buzz. Hier gibt's Sweet Gum. Sweet Gum. Mann! Die haben mich geklaut. Aber ist ja schon ein bisschen wilder jetzt hier, was hier passiert. Ach, da hinten! Nee, hier ist Convent. Ah, hier ist Inchen. Inchen! Komm, hol Inchen, schnell. Wir haben Convention. Today, ab dafür. Ab die Mats. Ah! Flussi! Mach doch! Cool. Weiter geht's. Jawohl. Ich versuch die mal schon mal so ein bisschen wegzulocken. Locked in my own shed. Locked in my own shed. Wir also Shed ist da oben, ja, und Mai ist da. Hier. Nein, er hat Shed geklaut! Oh nein! Ach, er hat uns direkt hingelegt, cool. Oh, ist ja nett von ihm. Locked in my own? Ne? In my. Ja, Owen habe ich. Okay, und Chat ist da drüben. Der gute Chat. Es reicht doch nie aus. Ja, es kommt einfach, weil du immer derjenige bist, der quasi dann später hinrennt. Ja, genau. Tschüss. Jesus Christ. Also, naja, weiß ich nicht, was ich jetzt davon gehalten habe.
Das sollten wir in 2 Minuten 10 für Gold schaffen. Na gut, wir haben ewig nach Inchen gesucht. Stimmt, allein. Ich habe aber auch rechts gar nicht drauf geachtet, dass da was liegen könnte. Bin ich mal ganz ehrlich. Na gut. War schon was wert. Okay, es war 2,35, nicht 2,10, aber... Was haben wir jetzt? Redacted. Covert Decoders. Oh Gott, jetzt müssen wir was für die Regierung machen. Redacted. So. Be sure to drink your Hazeltine. We have some residents who like to send secret messages now and then. We think it's a secret society or something. They always pay for postage, so it's all right by me, but you're gonna have to do a little decoding. Okay. Ja, zeig mal das Tutorial. Type, okay. I think it's basically one of these letters. Secret. Check the swap list. That E might really be an O. Neem ist also Moon, potenziell. Mhm. Das ist alles möglich. Oder mit Symbols, Spaces will be one of these letters. Okay, und dann müssen wir die Letters da einfügen oder die Symbole? Egal, wir gucken mal, das wird schon. Ja. Please. Warte, wir haben erstmal. Und nochmal nur E. Nee. Ach so, ach, du bist die komplette. Oh Gott. Doof. Shift. Und groß, ja. Shift, wo ist das P? Ich sehe das rechts P. Oben, rechts oben, rechts oben. Ah ja, da oben. So, dann ein L und dann ein E und ein A. Nein, falsch rum, falsch rum. Please. Ah, Pleasa! Make. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Kür ist bei dir auch. Ach ja, das ist ja klar, das ist ja nach Alphabet. Und das E ist bei dir. Nee, Marker. Naja, doch. Ah, ich hab A gedrückt, nicht E. Nochmal zweimal zurück. Wieso? Also wenn wir das Make schreiben wollen. Ach ja, stimmt. Dann. Please, das ist make, anscheinend aber nicht richtig. Das ist aber anscheinend nicht richtig. Okay. Please moon me. Please move. Wir haben keinen Leber dabei, den Dings ist keiner dabei. Wobei, er meinte irgendwas mit den Dingern hier, aber... Ne? Na, das ist eine andere Form von Secret Message. Okay. Entweder please das meet. Oder das. Ah ja, machen wir mal Doppel-E doch. Oh ja. Please meet. M-E-A-T würde ich eher sagen. Please meet? Bitte Fleisch? Ach so, ja stimmt. Ich hab's gerade falsch rumgedacht. Bitte Fleisch? Bitte. Ja, ach, da in der Mitte. Genau. Please meet, ja, okay. Me. M ist hier. Ach so, die Buchstaben sind sogar an derselben Stelle, bloß die Buchstaben wurden mit den Dingens. Add. Ja, add. Night. N ist. Nee, bis klar. Ach ja, stimmt, geht ja gar nicht. Nee, please meet me at tight. Eight. Ja. Nein, Mensch. Please meet me at eight. Meet me at tight. ich hab das I und das G. Und das H und das T ist logischerweise auch ja, das da ist auch in der Mitte, ja. Please meet me, absenden. Oh ja. Flo. Ja. Yeah. Okay. Jetzt sind sie. Okay, wir brauchen Russbuchstabe. Ah ja. Ja. L ist richtig. Ja. Y alles könnte E sein. Ach so, jetzt geht das los. Li, ja. A. S könnte V. Ja, leave. Leave, please leave. Ja, ja, ja. Und dann wieder ein E, ja. Und dann abschicken. Please leave thy. Leave the wahrscheinlich, ja. Also T. Hast du? Ja. Leave the fridge running. Fondly. F könnte B sein. Bundle, nehme ich an. Ja, das ergibt Sinn. U hast du rechts. Hab ich auch, genau. Ja. Bei der Jui. Bundle, D hab ich. Ja, L ist bei dir. Genau, das Bundle, E hab ich wieder. Genau, ja, ich schick ab. Würde ich, dachte ich. Bundle. Below. Below, ja. B, E. Jetzt machen wir zum L. Das O und das W ist bei dir wieder, genau. Below the. Ja, T ist da oben. Ja, ja, T ist in der Mitte, stimmt. Hätte ich hinrennen können. Wie. Friday. The fridge. Leave the bundle below the fridge. Nee, das the bridge. Bridge, 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 G-E.
Und dann abschütteln. Flo. Yeah. Incoming message. Oh, Glue. Ah, oh, groß, warte. Nicht groß. Achso, das G könnte was anderes sein, dann ist es wohl W. W ist da oben. Und L könnte auch H sein. When? When, ja. When the Saints? Nee. Nee. Nee, beides nicht richtig. Who? Who, who, who? Who? Wow. Naja, Wuzz wird's nicht sein, also. wo ist denn, hä? Was suchen wir? Ach, das S ist bei mir. Nee, das Wuzz. Ist, ja, ja. Wuzz ist O, O rechts oben. O ist rechts oben. Achso, ja, nee, ja, ja, klar, logisch. Who's? Ich hab die ganze Zeit auf dich gewartet, so. Who's? 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 Ach ja, who und dann weiter. Das sind ja nur drei Buchstaben. Ach so, das sah aus wie Doppelbuchstaben. Ja, ich dachte auch, warum auch immer, aber nein, das ist immer nur ein Buchstaben. Egal. Okay, Clan? Clan War. Ach, Clan. Who? Clan? Könnte er was anderes sein? L könnte H sein. Okay. Charmin? Who changed? Changed, ja, who changed? Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Who changed the message? Who changed, ja, ist es vielleicht? Ja, ja, T ist da oben. Nee, aber nee, ja doch, okay. T, ja, H, da, der doch, ist richtig. Who changed the, ja. The oh message. Gott. Who changed the Ne, wir haben kein R. Passage, ja. Doppel S. Und dann wieder ein A, logischerweise. Nee, oder das ergibt aber keinen Sinn. Aber das S scheint ja richtig zu sein. Password, W. Password. Ist okay, das ist bei dir. Und das O ist bei mir. Muss es R? Ah, in der Mitte. Beide hin. Password. Okay. Und so. Jesus fucking Christ. Holy moly, das ist. Vor allen Dingen, wenn beide Sachen drin sind. Ja. Oh ja. Naja, Bronze. Ja, ist schon verdient. Ja, aber ja, ja. Ist doch nicht so einfach. Ah, nicht mal den Jiggy bekommen, nur so ein paar Noten. Aber keine TT-Trophäe. Schleicht ganz schön. Haben wir auch lange nicht Schraube locker gespielt. There's a loud buzzing coming from the shipping floor. Oh, maybe it's just a busted conveyor belt. Nein. Nee. Guess who's back? You know, sometimes I wonder if these mail flies are just trying to help. Maybe someday they'll sit still long enough for some proper training. For now you'll have to get these crates sent in spite of their help. Ugh. Und die werden jetzt die ganze Zeit die Sticker und sowas alles wahrscheinlich. Ja. Yeah. Wollen wir uns nochmal ein Tutorial angucken? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, das kriegen wir hin, denke ich. Jetzt nicht so kompliziert. Erst checken, was genau das Paket ist. To Zermattam in Salty Flats. Das ist im Süden, wenn ich mich recht erinnere. Das war 5112, glaube ich. Katie made it at school and was so excited for you to have it. Doesn't it look just like grandma, she said. And you know what, it kind of does. Be careful. Be careful, it's pretty delicate from all the uncooked pasta. Nein! Das Gottes Willen, ihr! Na gut. Nicht 3434. Careful. Salty Flats, 5113. Sie sagte, anguckt Pasta. Ist das jetzt, nee, ist nicht, ne? Es ist einfach nur fragile. Was nochmal hat, was hat sie mit Pasta gesagt? Sie sagte, dass ungekochte Pasta drin ist. Ich nehme mal an, das ist einfach für das Bastelprojekt. Ich denke mal, dass das als Perished gilt. Nee, ich meine, ungekocht ist. Hallo, weg hier. Glaube ich halt echt nicht. Nee, bei Pasta ist das wohl kein Problem. Hallo? So, jetzt. Ah, das war nicht rechts genug, okay, tut mir leid. Süden und ab dafür. Send, sehr gut. Könnt ihr mir aufhören, die ganze Zeit 4-3-4-3 zu machen? Chlorina Bucket, Lake Bessie. Lake Bessie, 2214, okay. Mrs. Bucket, your boarding situation. Citations from the past 18 months. These are past due and must be paid immediately. You can't keep trying your boat to crocodiles and yelling. Bring me the horizon. Please stop mailing these back to us. Okay, immediately. Also urgent. Urgent. Ich will das Urgent-Ding jetzt hier. Ich muss aufs Urgent. Weg, 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 weg.
aufs Achso, ich habe noch kein Dings geholt. Okay. Warte mal hier, jetzt... Ja, genau. So, und dann... Achso, warte, wir haben noch keinen... Ah, ja. Wie kann ich hier wieder weg? Achso, mit B. Nein, jetzt geht er wieder zurück! Okay, Mann, also, du sollst hier hoch jetzt! Also wir müssen den auch selbst nochmal dann so ein bisschen befeuern. Das ja. ist Norden. Ah! Entschuldigung, bin abgerutscht. Ja, ja. Nicht 3-4-3-4. 3-4-3-4. Was zur Hölle ist das für eine merkwürdige Masse an... Das ist irgend so ein Gestein. Professor Kula Pedao nach Belby. Professor Dao. 4-1 Fliege. New Geode for ya. Mostly Amethyst, but not the Dogtooth Rodochrospa on the inner wall. Heaviest one we found this trip by far. Heavy. Okay, okay, heavy, ja. 4-1, 6-2, okay. Hab ich... Ach, hast du schon. Okay. Also die Nummer habe ich, ja. Ja, nee, du hast auch irgendwie den Heavy schon platziert. Nee, das waren die Fliegen tatsächlich. Oh, das ist ja nett von denen. Helfen die wirklich teilweise. Ja, aber die machen die ganze Zeit 3-4-3-4 mit dem Dings. Das funktioniert, ist egal. Norden. Hammer. Ja, gut. Trotz der Fliegen ging das doch ganz gut. Besonders, weil sie jetzt schon den Sticker gemacht haben. Nee, ich hatte den anderen Sticker gemacht. Das war das. Oh! Ey, das ist wie ein Cuphead. Das ist wie ein Cuphead. So kurz vorher. Ja. Oh, ist das mies. 3 drüber. 3 drüber. Hm. Naja. Naja. Immerhin besser als irgendwie so 7 Sekunden, also 7/10 oder so. Ja. Vindictive Vines are vandalizing the place. Make them vermoose. Vermoose? Okay, vermoose, ja. What does that mean? Good gravy! We've got a creepy kutsu. Creeping kutsu infestation. This is why we close the windows at night during summer. Help Zoe out and keep those vines away from the mail. Na gut. Wie sollen wir das genau tun? Das wird dir das Tutorial vielleicht erklären. Keep vines from growing by packing the flowers. Uh-huh. Pull boxes away from greedy vines. Easier to with 2 kiwis. Okay. Vines will hide envelopes around the room. Uh-huh. Oh. Pack each other out from trap vines or you will be hoisted into the rafters. Oh, never no. to return again. Not into the hoisters. Ach, ob jetzt hier nach Süden so, muss das Ding, das kommt ja, als genau. erstes. Das muss, hier das muss North. Okay, gut, dann machen wir erstmal Süden und Norden. Ja, dann muss... Er nimmt's wieder nicht an! Ah nee, wir müssen zu zweit. Ja, wir müssen zu zweit ziehen. So. Wie kann man nochmal ziehen? Auch mit Y einfach nur. Ja. Okay, ja, doch. Das wirkte gerade, als wenn das nichts macht. Trish Wilbur. Achso, 2 muss erstmal nach. Ach nee. Ja, ich muss erstmal die Achso, oh Gott. Vorsicht, Wein. Ja. Moa. Das war schon nervig. Trish ist hier. Wen habe ich denn hier in der Hand? Wo muss denn der hin? Die Farbe würde ich behaupten, links. Ja, nee, geht nicht. Dann vielleicht noch linkser? Oh. Zu links, zu links! Vielleicht war der auch von dem Dings da. Ah ja, das könnte vielleicht sein, ja, dass er ihn einfach hier Modell runtergenommen hat, ja. Ja, scheint gereicht zu haben. Ne, der kam halt gerade so aus der Decke, deswegen dachte ich gerade so, ja, hey. Ja. South, South. Okay, die müssen beide nach South, aber der muss erstmal zur 2 rein. Okay. Ja, der muss erstmal der nach South. Ach, ja. Ah, ich hab den 2 noch nicht weit geschoben. So. Ah, Mann! Okay, gut. Dann. Ja, so, nein. Dann muss die 1 hier erstmal kurz platziert werden. Ja, dann müssen wir die 2 da erstmal rausziehen. Genau, die 2 kommt nach da. Dann kann ich ja schon mal die. Okay, Pim Limbo ist. Ich nee. Kann South nicht machen. Ja. Warte. Dann müssen hier die 1 raus. Jetzt kannst du die 2 schon mal. Nee, da passiert nichts. Dann hängt sie. Wieder passiert nichts. Ich konnte die nicht runterschieben.
Nee, die kommt ja auch nach oben, nicht nach vorne. Ach, oh Gott. ich kann den Pim Limbo nicht rausschicken. Weil der wohl hier zugehört. Weil da ja stand ein Name drauf. Ach, das war Pam Limbo, nicht Pim Limbo. nee, ich... Ach so. Ich habe einfach Limbo gelesen, beziehungsweise kurz, ja? Die Namen waren so gleich, dass ich dachte, das war der richtige Name. Da oben hängt jetzt noch was. Ja, der muss rechts hin. Und dann haben wir's. Achso, ja, ich muss noch. Jip. Nee, doch, da muss Pam Limbo muss auch raus, aber links hin. Meine Güte. Jetzt haben wir's. Und rechts noch. Oh. Was ein Geraffel. So, das ist die 1. Der will erstmal nach North. Das heißt, ich packe hier erstmal in die... Tue ich nicht. Naja, ich helfe dir mal vielleicht erstmal. Jo. Jawohl. Kommt erstmal beiseite. Du da rein. Den brauchen wir. Oma Matt, das war der gerade vorbeigeflogen. Ja. Diesmal habe ich den richtigen. So, du kommst nach Lake Bessie. Warte, hier muss noch einer aus. Dumbor Il. Okay. Den hast du mir einfach vor der Nase weggeschnappt. Ey! Also bitte, vorm Schnabel weggeschnappt. Ja, okay. Weggeschnappst. Geschnabbelupst. Schnabbelabbelupdi. Richtig stark. Schnabelung. Und das war dann jetzt auch schon die Woche 2. Ja, Mensch. Und wir haben noch 9 Minuten. So, dann gehen wir noch die Woche 3 rein. Oh, the wind's kicking up. And the air smells sandy. Hold out your hats. Onto your hats, meine ich. Haltet eure Hüte nach draußen. Summer in Bungalow Basin means sandstorm. And we've got a real nasty one blowing in. Ja gut, wurde uns ja gesagt. Anything that's not bolted down is liable to get blown around, including small flightless birds. The big ones should be okay, though. Das freut mich ja. Ich habe jetzt eher gedacht, dass unsere Klebenoten... Das wäre die Hölle. ...durch die Gegend fliegen. Gehen wir zum Schalter schon hoch. Ja. Lot of sand out here. Okay. Lot habe ich. Off, da. Oben. Okay, Sand. Ich hab Sand. Lot of Sand. Out haben wir hier. Achso, wir haben Sand. Achso, das war die direkt da. Out, ja. Und dann hier. Hier ist da. Okay. Oh, diesmal hat ihn keiner gekriegt, schade. Ich jetzt derjenige. Gut, wenn ich jetzt nicht als erstes X gedrückt hätte, dann... Nee, funktioniert zeitlich. Ich bin einfach nur schlecht. No, oh, Tornado! Ups. Vergessen. Tornado Sandstorm. Ah nee, jetzt. Grit in my Grills. Ich hab Gott und Gills ist. Oh nein, Grit ist gerade weggeflogen. Hier ist Grit wieder. Gott, Grit. Ich hab hier Mai. Ist hier. Ja, oder dann bring einen. Ich hab auch nochmal einen Mai gesehen. Gills habe ich hier. Oh, ich dachte jetzt der Tornado kriegt das. Ich hasse es. Ich weiß nicht. Er fängt halt an und dann nimmt das irgendwie plötzlich nicht mehr an, obwohl ich nicht bewege. My beard blew off. Ich hab Bier. Da unten ist Mai. Beard Mai. Blue und off. My beard blue. Beard ist da oben. Blue Off ist auch hier, okay. Also, Off hast du. Nein, Captain! Ja. Das war wirklich ein sehr gemeiner Sandsturm. Es ist The Root Sandstorm. Und das war's schon. Lief ganz gut, wahrscheinlich wieder nicht Gold, wa? Na, wohl. Oh, nice! Kiwi-Ringtastisch!
Sag das nie wieder. Ja, okay. Wobei, hat was. 10 Stamps. Wow. Und prinzipiell können wir noch eins machen, wa? Ja, klar. What a mess. Keep your feet moving and try not to become buried treasure. Buried. Oh, okay. It's a pun. The sensor really did a number on the shipping floor, and we've got one sandy basement on our hands. You two watch your step down here, or you might get in over your heads. Jesus. Yeah, keep your feet on solid ground. Yeah. Aber wir sonst versinken, okay. Run over pieces to uncover them. Mm-hmm. Okay, whatever scattered lids and stickers are available. Okay, witzig. Oh Gott, das wird interessant. Painted cliffs, okay. Seems cooler yesterday, but I'm already at the post office, so here you go. Moment. It's made of thin, old, dry twigs. Yeah. Also fragile. Yeah. Fragile star. So, lid. Was hatte ich gesagt? Bezel. Lake Bessie wahrscheinlich. 2241. Painted cliffs, okay. Mein Fehler. Okay. 6243. Nein, nicht 1. Nee. Ah ja, stimmt. Geht der automatisch runter oder machst du das? Ich mach das, glaube ich. Drück X. Ach so, okay. Das ist, glaube ich. Und dann Süden, wie es aussieht. Genau. Ja. Okay. Nee, Lake Bessie war im Norden. Ah, nee, doch, wir waren ja in Painted Cliffs. Genau. Lake Bessie kommt jetzt, okay. Yeah. Remember those giant mushrooms growing under my porch where I stuffed them with breadcrumbs, herbs and cheese and they're amazing. Just don't let it spoil or things get weird. Okay, Spoilageable ist da oben. Spoilageable vor allem. Spoilageable. Lake Bessie haben wir gesagt, ne? 2241. War das SpongeBob? Spoilageable. Oh. Rechts. Achso, ja, ich bin der letztejenige. Welche? Lake Bessie war Norn, ja. Spoilageable. Lake Bessie erneut. Carmichael, they call this Clunker Sunker. Heaviest junk net on the market. Heavy, now we okay. Oh, meine Güte, lass mich doch mal zu Ende lesen. 2241. Ich komm nicht mehr raus. Okay. Haben wir den noch einen Deckel? Ach, hier direkt. Jo. Spoilageable. Ah ja, jetzt muss ich wieder seitlich. Doch ja, yeah. Da ist er. Und Nördchen. Ja. Ja, shit ist komplett. Ja, nicht ganz. Schade. Ja. Ich dachte, es war sogar knapper, als es eigentlich war. Aber es war nicht so knapp, wie ich eigentlich dachte, dass es knapp wäre. Ja. Knappe Sache trotzdem. Ja. 1,45! Spoilage. ich würde sagen, wir machen noch die 12. Ja, komm, machen wir also, die 12 noch. Bringt da jetzt hier nichts. Nee, die ist noch. Die ist verschütt gegangen, ist die 12. Warum? Hallo? Spielen? Weil wir. Moment, das haben wir noch nicht gemacht. Shift das Bouncing Boxes and Blimps. Wir sind gerade bei 11, wir sind ja nicht bei 12. Oh, ach so. Help Zoe test out some newfangled equipment. Also es steht noch eine Minute auf dem Timer. Na, dann würde ich jetzt aufhören. Dann, ja, genau. Dann also ich dachte, jetzt war jetzt das letzte noch,
vom Sommer. War ein nettes Spiel, machen wir nie weiter. Nein, war Spaß, wir hören nicht so auf. Wir machen weiter beim nächsten Mal. Ja. Dann wahrscheinlich. Nächsten Sonntag. Ah ja, siehst du, wir können ja dann. Können wir mal ganz kurz, können wir ja mal zurück. Achso, ich dachte, gucken ja, genau. Wir jetzt in. Nee, ich dachte, da oben kommt man irgendwie hin zu den Pfeilen, wenn ein anderer, ne, dass man in die anderen Monate schon mal reingucken kann. Nee, wohl noch nicht. Aber wir können ja mal in die Garderobe reinschauen oder in die Collection. Ah ja, da ist natürlich noch nichts. So, I told me that Cubis like to live in burrows and I figured this shady spot under the water might be to your liking. Hopefully it's clothing quite enough down here for ya. The teleposters are a long history and plenty of weird things have fallen into its nooks and crannies over the years. Should you spy anything out of the place during the course of your job, it could be worth checking out. Never know what you might find. Ist der Toast hier irgendwo? Nein. Das wäre so cool. Vielleicht ist das Birdfeed in der Mitte da, wenn das welches ist. Oh, ja. Zerkrümmelter Toast. Ja. Any odds and ends you find, you can tug him away down here. You'll end up with quite a collection if you've got a nose for treasure hunting. That wasn't meant to be a big joke. But I'll choose my words more carefully next time, sorry. Okay. Okay, Ancient 2, Cinematics, Lost Letter. Charge, Shaker. Ne, man, die hier sind für die einzelnen Jahreszeiten. Ja. Und dann ist hier Salty Scale. Male soaking water are likely to test you, but it's not the male that's in need of a rescue. Hm. Sondern der Toast. Und Nears Python, Pitten, Putten, Patten, Pitten, Putten. Ja, keine Cosmic Ahnung. Friendship Rock! Ah, glaube, das kriegt Hinweise. Ah ja. Top Secret Radio just needs some power to send far out signals, despite the late hour. Das ist wahrscheinlich eins von diesen Decoder-Dingern. Ah ja, aber wir wollen uns jetzt keine Hints Nö, kaufen. Wir behalten lieber die Stamps und gehen mal in die Garderobe. Ja, genau. Wir wollen ja fesch und adrett aussehen. New item available. Teleport Posters Cap. Okay. Unlocked by making progress in the calendar. Oh mein Gott. Oh, Facewear. Ich habe jetzt hier nicht mit so elaborantem Kram gerechnet. Ich auch nicht. Red Nose Day. Jesus Christ, ist ja eine ganze Menge sogar. Ja, haben sie sich nicht lumpen lassen. Die Brille war bei mir, glaube ich, gar nicht dabei. Aber dafür das muss man erst anlocken. So aussieht. Oh, natürlich brauche ich den hier. Oh, 30? 30! Jesus. Das ist ja. Hat jeder von uns 76 oder haben wir einen Kollektiv? Nee, ich denke, wir sind im Kollektiv unterwegs. Und es gibt keinen Captain Hood. Den Pinguin. Die Schneekiwi. Ich brauche aber den Zylinder. Und ich brauche diesen wunderschönen. Nee, wir haben beide separat. Ah, wie schön. Ja, gibt den. Es ist am ehesten noch ein Captain Hood, aber. Ja. Skins. Jesus. Okay. Damn. Hey, warum habe ich denn meinen Hut nicht mehr auf? Okay, wow. Der sieht schon ziemlich cool aus, ein Rucksack. So hätte ich einen Rucksack an. Oh, Flügel! Ob die funktionieren? Ein Floaty? Ich bin Nemo. Anemone. Ich bin Heuballen. Oh, warum liegt denn hier Stroh? Oh, warte, ich zieh mir eine Maske auf. Warte mal. Na gut, Backwear gibt's auch, ja. Für die Backwear. Dann ist noch Hairstyles. Jesus fucking Christ, da muss ich dich nicht lumpen lassen, du. Footwear gibt's sogar auch noch. Oh ja, so Clownschuhe. Ist ja unglaublich. Und Arms? Arme! Okay, nein, jawohl, stopp. Jawohl. Das geht gegen alles. Das ist, nein, hör auf. Das ist ja. Was hast du gesagt? Willst du mir meine Arme wegnehmen? Frustrierend. Yo, check! Yo! Yeah. Das ist das Bescheuerste! Wie schaltet man die frei? First with all challenges active for all three quarters in the Telepost Tournament. Jesus, das klingt schwer und kompliziert. Ja. Aber ich dachte, die kann man auch kaufen. Nee, manches ist zum Freischalten, manches ist. Oh, I see. Ja. I see. Ja, auch unlock this by finding an empty crystallis collectible. Achso, den oh, hier so ein Pimpu. Den Regenbogen, den haben wir schon freigeschalten tatsächlich. Ja, anscheinend. Rainbow Kiwi. Der Parrot kostet natürlich mehr.
Aber oh, warst du gerade Tragosso? Ja. Nice. Na gut, ich nehme mir wohl hier den Pimp-Hut oder? Eigentlich bräuchte ich einen roten Anzug, wie mein Avatar halt. Ja, im Prinzip. Na komm. Warum nicht? Du hast dir noch gar nichts gekauft. Du nee, bist doch ich bin auch überlegen. Ich bin da immer sehr, weil der ist ja auch nicht schlecht, aber. Ja, das ist halt so, ne? Deswegen mag ich Character Creation nicht unbedingt so, weil es immer so scheiße lange dauert. Naja, aber. Ich bin halt ein Macher, ich will halt spielen. Ich bin halt ein Macher, nur kein Charaktermacher. Ja, genau! Ja, ich nehme den schön mit der Sommerlichkeit. Hm? Was ich denn. Achso, ja, du musst dann noch sagen, dass es equippen soll, nachdem du es gekauft hast. Das ist, verstehe. Madam. Haben wir hier irgendwie eine schöne. Okay, nee, mir reicht meine. Oh, Entschuldigung. Mir reicht die Farbe, die ich habe. Okay. Gut. Und an der Stelle würde ich aber sagen, das war's mit der Folge. Endlich. Jetzt. Von Kiwi. Kiwi. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss, bis dann. Bye. Bye, Wii. Das wäre gerade zu spontan eingefallen.